Akzeptanz, ein großes Thema, wenn es um das Thema Narzissmus geht. Wenn es darum geht, Narzissmus zu verstehen, die eigene Situation zu analysieren, in das Erwachen zu kommen. Akzeptanz, wie sieht diese aus? Was beinhaltet sie und was beinhaltet sie nicht? Das wird Thema dieses Videos sein, weil es wichtig ist für jeden, der sich in narzisstischer Beziehung befindet und beginnt, dieses zu verstehen, zu erkennen, dass er hier an den Punkt kommt, wo es um Akzeptanz geht. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert-Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher. Und hier stelle ich zuerst ein Buch einer anderen Autorin vor, der Ingvild Fischer, die dieses wunderbare Kinderbuch Hopsala, der Knickohrhase, geschrieben hat. Sehr schön illustriert, sehr schöne Geschichten für Kinder ab 3 zum Vorlesen, zum Selberlesen, gerade wenn sie in die Schule kommen. Ein wunderschönes Buch. Es gibt auch einen zweiten Band davon. Und so wie ich mitbekommen habe, gibt es auch Fortsetzungen. Zum Thema Akzeptanz ist es sehr wichtig, Selbstwert ist kein Gefühl, den eigenen Selbstwert bei der ganzen Sache zu verstehen, zu erkennen und sich auf diesen Selbstwert hin wieder zu stärken und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu finden. Doch nun beschäftigen wir uns mit Akzeptanz. Akzeptanz ist etwas, das passiert, wenn man nach langer Zeit, in der man in diesem Missbrauch war, in einer Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung, partnerschaftliche Beziehung, Geschäftsbeziehung, egal wo, wenn man irgendwann beginnt zu verstehen, irgendetwas läuft hier schief, es passt nicht zusammen mit dem, was normal ist. Und dann beginnt man so dieses Erwachen, dieses wie durch einen Nebel langsam zu verstehen, irgendetwas läuft hier nicht richtig. Und dann kommt so dieser Moment, bei mir war es ein Moment in einem Gespräch, wo ich plötzlich verstanden habe, was passiert da? Was läuft in dieser Beziehung komplett falsch und das schon über Jahrzehnte? Was ich vorher nur so vielleicht geahnt habe, aber ich konnte es nicht erklären, ich konnte es nicht bestimmen, plötzlich ist dieser Moment da, wie so ein Anschalten, ein Anknipsen, ein Dornröschen, Kuss und plötzlich schlägt man die Augen auf und schaut erst mal um sich und beginnt zu erwachen und zu realisieren. Irgendetwas läuft hier komplett schief und ich realisiere, was es ist in der Beziehung, dass hier etwas schief läuft in der Beziehung zu einer Person. Und es war für mich wie so eine Art Schock, wie so eine Schockstarre für einen Moment, das zu erkennen und zu verstehen, wow, das war jetzt wirklich dein Leben bisher. Das war dein Einfluss, der dein Leben bestimmt hat, den du übernommen hast und mit dem du gelebt hast. Ich habe das in diesem Familiensystem versucht aufzuzeigen in dem Video. Hier dieses Verständnis für diese Situation, in der du dich befindest. Und hier hört man jetzt sehr viel davon, wenn man diese in dieser Phase ist, des Aufwachens, des Realisierens. Es bedarf einer radikalen Akzeptanz. Es bedarf, und hier sage ich mal, eines ungeschönten, einer ungeschönten Akzeptanz. Also nicht so, wie man es bisher gemacht hat. Man hat die Situation schön geredet, hat sie sich zurechtgelegt, hat die Personen eventuell auch idealisiert. Es durfte ja nichts Negatives sein, weil es ja dann ein Problem mit mir selbst gegeben hätte. Das heißt, dieses Idealisieren gehört mit zu dem System, in dem Narzissten sich wohlfühlen, weil du die Situation nicht so siehst, wie sie tatsächlich ist, also real, sondern wie du sie gern hättest, also idealisiert, und dann wird es mit der Person gemacht. So bös kann die gar nicht sein. Die meint es ja nicht gut. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Diese Fragen kommen, und wenn man es für sich selbst gar nicht wahrhaben möchte, bleibt man im gläsernen Sarg des Dornröschen liegen und schläft den Schlaf des Gerechten. Doch wenn dieser Punkt kommt und dieses Erwachen und diese
Akzeptanz, ja, es ist, wie es ist, ich akzeptiere das jetzt. Dann kommt oft etwas mit dazu, ja, wie soll ich akzeptieren? Also ich akzeptiere, dass die Situation so ist, aber wie soll ich akzeptieren? Und hier möchte ich dir 4 Punkte an die Hand geben, um dir zu zeigen, was Akzeptanz nicht ist. Akzeptanz bedeutet nicht, dass du trotz des Verstehens, das du jetzt zu der Situation, zu dem Menschen hast, sein Verhalten weiterhin ertragen musst. Das heißt so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich es verstanden, ich bin in diesem System. Er ist ein Narzisst, der mich missbraucht emotional, der mich klein hält, entwertet und jetzt habe ich es verstanden, aber ich muss so weitermachen. Der darf weiterhin das mit mir machen, mit mir treiben. Es ist ja jetzt gut, dass ich es verstehe. Das heißt nicht Akzeptanz, das ist keine gesunde Akzeptanz, die hier stattfindet, sondern es ist dann ein Verstehen, aber nicht wirklich akzeptieren, sondern dann bleibe ich in meiner Rolle, weil die bin ich ja gewohnt und da fühle ich mich sicher. Hier kann mir nichts passieren. Wenn ich das mache, reagiert er so. Es gibt eine gewisse Sicherheit und damit verstehe ich, dass es schief läuft, aber ich bleibe im Verhalten, weil ich denke, es muss so sein. Das stimmt nicht. Ich brauche das Verhalten nicht mehr akzeptieren. Auf der anderen Seite heißt es, und das ist der Punkt 2, wenn ich das verstehe und radikale Akzeptanz habe, dass ich gehen muss. Es wird von sehr vielen propagiert. Ich habe dazu ein Video gemacht, No Contact, Segen oder Fluch. Und in diesem Video geht es darum, dass No Contact nicht für alle die richtige Lösung ist. Es kann die Lösung sein, aber es muss nicht für alle sein. Und dann heißt nicht, jetzt habe ich es erkannt, ich muss gehen. Also wenn es nur die eine Lösung gäbe, dann hätte ich ja wieder keine Entscheidungsmöglichkeit, sondern müsste ich ja wieder das tun, was jetzt andere von mir fordern. Du musst in No Contact gehen. Die einzige Lösung ist das. Wenn das so wäre, dann wäre das alternativlos und keine Lösung, keine Option, sondern ja dann ein Muss, ein Zwang. Und du bist ja die ganze Zeit unter Zwang und wirst jetzt einfach einem anderen Zwang nachgeben. Also radikale Akzeptanz heißt nicht einfach das Verhalten zu akzeptieren. Man hat hier die Möglichkeiten dann auch sich dementsprechend zu verhalten, Grenzen zu setzen. Man muss aber auch nicht zwingend gehen. Es kann eine Lösung sein. Das Dritte, zu denken, wenn ich die radikale Akzeptanz für mich gefunden habe, anerkannt habe, in welcher Situation ich bin, dass es nicht mehr weh tut. Also jetzt habe ich es verstanden und jetzt kann der sich verhalten, wie er will, das tut mir nicht mehr weh, das macht nichts mehr mit mir, er kann mich nicht mehr treffen, schön wär's. Leider ist nicht so und das auch zu verstehen, zu akzeptieren, Verhalten schmerzt. Und wenn er sich weiterhin missbräuchlich mir gegenüber verhält, dann schmerzt er das. Dann kommt da Leid mit auf, das ich fühle, das ich habe. Und das heißt auch die Akzeptanz, ja, sein Verhalten, das schmerzt mich. Ich bin nicht der, der dann außen vor ist, sondern in der Akzeptanz besteht erst einmal auch das Zulassen, ja, das Verhalten, das schmerzt. Und das hat mich auch bisher verletzt. Ich habe mich nur nicht getraut zu fühlen, sondern war dann immer in der Schuldumkehr und er ist ja wichtig und ich darf ja nicht für mich selber mal etwas fühlen. Und diesen Missbrauch dann auch beim Namen nennen oder auch artikulieren oder auch meinem Gefühl Ausdruck verleihen. Und das Vierte ist, die radikale Akzeptanz heißt nicht, dass sich jetzt der Narzisst ändert, weil ich es erkannt habe. Das wäre natürlich genial. Wenn der Narzisst sich ändern würde, ich habe es erkannt, ich habe das System verstanden. Ich erkläre es dem Narzissten, der Narzisst schreit Hurra, vielen Dank, dass du mir sagst, ab jetzt werden wir unser Leben umgestalten. Wäre natürlich ein Wunsch, die Hoffnung, die hatten wir bisher, hat sich leider nicht erfüllt, sondern es war immer wieder das gleiche Spiel, on, off. Er hat was eingesehen, Scham, nachdem das ganze Gras darüber gewachsen ist, also es wird nicht geklärt, sondern die Stimmung wird wiederhergestellt, dann kommt das nächste Mal wieder, wo das gleiche Spiel aufgrund der gleichen Dinge abläuft. Also auch Akzeptanz heißt nicht, dass der Narzisst sich nun ändert, aber die Chance, dass du
eine Veränderung in dir erfahren kannst, die ist jetzt da. Und um die geht's auch. Du verstehst durch das Akzeptieren deiner Situation, wo du stehst, und hast jetzt die Möglichkeit, hier zu beginnen, Veränderungen einzuführen. Die beginnen immer bei dir. Es geht darum, für dich etwas zu tun und nicht gegen den Narzissten. Der Kampf ist sinnlos. Ich habe ein Video dazu gemacht. Kämpf nie gegen Narzisst. Es ist sinnlos. Es macht keinen Sinn, gegen ihn zu kämpfen. Arbeite für dich. Komm zu dir. Finde dein Selbst. Finde deinen Selbstwert. Dein Selbstvertrauen. Finde zur Selbstliebe. Habe ich ein Buch dazu geschrieben. Auf dass du hier eine Basis für dich findest, in der du gesunde Entscheidungen für dich treffen kannst und nicht gegen den Narzissten, zu lernen, ja, du bist wichtig, du darfst fühlen, du darfst wünschen, du darfst Träume haben und du darfst sie dir erfüllen. Und du brauchst dabei nicht an den Narzissten zu denken, sondern du darfst bei dir bleiben. Das ist radikale Akzeptanz. Lass uns diesen Schritt gehen und etwas für uns tun. Das heißt, durch die Sicht, die du hast, hast du die Möglichkeit, etwas für dich zu verändern. Die radikale Akzeptanz ist die Chance für dich und nicht gegen ihn. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Video teilen, kommentieren, ganz, ganz wichtig. Ich sehe immer, wie die Kommentare dann weiter kommentiert werden, wie wichtig das Verständnis ist, dass ich nicht allein bin in der Situation und auch du bist nicht allein. Und auf dem Weg in die Freiheit, in dein Selbst, in deinen Selbstwert, sende ich dir ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein Hubert Hafner.